Was? Bruder, wohin geht Twitch? Haptik Rash, Bruder, Haptik Rash hat Video hochgeladen. Es war definitiv eine gute Idee. Sie streamt auf ihrem Hintern. Ich bin ganz kurz reingegangen. Junge, was geht bitte bei Twitch ab? Was geht bei Twitch ab, dass sowas erlaubt wird? Egal, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Wir gehen rein. Hello? Hello? Digga, das erinnert mich einfach so an meine alten Zeiten, wo ich damals Black Ops mit den Jungs gezockt hab oder GTA. Alter, es war jedes Mal so. Es war jedes Mal so. Willkommen auf meinem Kanal. Oh Mann, das kann ein Video sein, wo neue Leute einschalten. Es ist normal hier. Abonniert, jetzt. Abonniert oder ihr werdet getötet. Ja, eigentlich ist es auf meinem Kanal immer normal. Also passiert nichts Außergewöhnliches. Oh mein Gott. Okay, ja gut. Manchmal vielleicht. Hi. Why did you kill that guy, man? He didn't do anything, man. Ja. Nee, vor allem ihr klickt. Ey, das ist schon geil, Mann. Das erinnert mich an so meine alte Zockerzeit, ich sag ehrlich. So ein Video mit wahrscheinlich einem Ass im Thumbnail. Es ist unglaublich, ne? Also in Zeiten, wo Twitch so hart kritisiert wird, dass selbst Creator gehen von der Plattform. Warum geht das Licht aus? Licht an. Geht nicht, kaputt. Defekt. Fette Cox. Ja. Ich bin von Twitch gegangen, weil ich dieses zweierlei Maß messen überhaupt nicht. Ich kann diese Plattform nicht ernst nehmen. Ich habe meine Gründe in meinem letzten Video auf meinem Twitch-Highlight-Kanal auch genannt. Und ich habe mir geschworen, nicht mehr auf Twitch zu streamen. Und das habe ich seitdem auch nicht gemacht. Und oh, es geht mir so viel besser. Okay, wir suchen ein Spiel und dann reden wir darüber. Ich zeige euch gleich, dass es... Ja, und das streamt er jetzt auf Kick, oder was? Wo streamt er dann auf YouTube? Auf YouTube, du Rohr. Ich liebe es, zu niesen und Kills zu machen. Das gibt mir ein Gefühl von Oldschool. Oh mein Gott, was habe ich für eine Kackwaffe hier aufgehoben? So ein Oldschool-Videos-Vibe. Ich habe mir ja vorgenommen, ich habe den damals auch mal gesuchtet. Damals habe ich von ihm ein paar Videos geguckt. Und ja, was soll ich sagen, Digga? Ich fand's cool. Auch nur zu labern. Aber ich war nie so richtig der COD-Zocker. Direkt zum Thema zu kommen. Was ist das für eine. Was? Oh mein Gott, wo chillt ihr? Unsere wunderschöne, allseits geliebte Plattform Twitch, die sich durch Qualitätscontent und sehr schlaue Menschen auszeichnet. Okay, ich will nicht zu ihr. Weißt du, was ich bei Twitch nie gecheckt habe? Dass Twitch so richtig viel von deinen Einnahmen einfach einnimmt. Du kriegst da so Gefühl, Digga, du kriegst fast gar nichts so. Ich meine, versteh mich nicht falsch, okay? Du hast natürlich auch der Plattform Twitch, das zu, also... Du hast der Plattform Twitch zu danken, dass du da streamen kannst und dass du Geld damit verdienst, aber Digga... Wenn ich da anfange zu streamen und dann kriegt man da so Subs oder so, man kriegt doch 1 Euro oder ich habe keine Ahnung, wie das, wie viel man da bekommt, aber man bekommt einfach vergleichsweise richtig wenig. Kriegen. Es gibt wirklich sehr geile Streams und sehr geile Streamer. So. Hat wieder einen rausgehauen, denn ich habe euch ja mal in einem Video gesagt, dass diese Richtlinie mal... Ganz kurz, wie kann der eigentlich gleichzeitig so krass zocken und gleichzeitig irgendwas erzählen? Bruder, ich wäre so durch. ...gezeigt wurde und die gilt bis heute. Die Richtlinie, ja, die ganz klar sagt, dass wenn man den Fokus extra auf Gesehen oder Dekolleté legt. Wenn das ein Bestandteil des Streams ausmacht und es offensichtlich in die Richtung zeigen soll, dass das nicht erlaubt ist, logischerweise, denn die wollen keine Porno-Plattform sein, die wollen nicht Onlyfans sein. Machst du da oben? Die wollen einfach Twitch sein. Eine seriöse Plattform, viele Werbepartner bekommt. Das war deren Begründung und das fand ich gut. Das sind gute Regeln. Wurden diese Regeln... Und es hat damals YouTube... YouTube hat auch damals so eine Regel gemacht, ja, man muss halt werbefreundlich in den Videos sein, ne, damit man auch... Also damit die Werbetreibenden nicht abspringen, ja, weil die wollen natürlich auch nicht von einem Video Werbung schalten, wo jemand... Keine Ahnung, Alter. Damals gab es halt krasse Skandale, ja. Und damals war es, ich kann mich nur noch an das Video von Mert erinnern, der mal irgendwie so ein Video gemacht hat oder dieses Schwulen-Prank oder sowas und ich glaube dann irgendwie, YouTube hat gecheckt, dass es langsam in so eine komische Richtung geht und dann haben die dieses gelbe Monetarisierungssymbol eingefügt und das ist wirklich, das gelbe Monetarisierungssymbol ist einfach der Tod von jedem YouTuber, aber was die eben damit bewirken wollten, ist, dass man einfach die Videos werbefreundlicher macht, dass mehr Leute bzw. mehr Unternehmen auf dieser Plattform Werbung schalten. Ja, Resultat? Bruder, jede Werbung, die man auf YouTube sieht, ist irgendeine
Werbung für irgend so ein billiges Handyspiel oder irgendein Coaching oder irgendwie sowas. Jemals durchgesetzt? Nein. Ich habe es in meinem Video gesagt, ich kann euch nur diese Stellung nochmal zeigen für alle, die es verpasst haben. Ich meine das hier, Kameraeinstellungen, die auf Brust, Gesäß oder Beckenbereich fokussiert sind, einschließlich Posen, die Körperteile bewusst betonen. Ich habe nur eine Sache vergessen und ich hatte es sogar selbst getweetet. Twitch hat diese Regel zurückgenommen. Jetzt sind sie okay. Sagen sie als Begründung, dass weibliche Streamer unrechtmäßig viel häufiger bestraft wurden. Okay. Was? Das stimmt doch gar nicht. Okay, sexually suggestive content. Ist nicht erlaubt. Okay, wir schauen mal kurz, was mir vorgeschlagen wird. Also. Ja, genau. Ich war auch einmal so auf Twitch, das habe ich auch gar nicht gecheckt, Digga. Die liegt da in ihrem Garten, ne, und sie drückt halt so das Ding in die Kamera und das ist ihr Stream. Das ist ihr Stream. Gut. Ja. Okay. Ja. Was ist das? Natürlich. Ja, gute Audio. Bruder, die hat sogar... Ja. Okay. Die hat sogar noch extra eine zweite Cam. Wollt ihr mich eigentlich, ja, was? Natürlich. Ja, gute Audioqualität. Was ist das für ein Hammer? Was ist das? Der Sport. Ah, ja. Yep, der Sport, der ist wichtig. Yep, okay. Also, alles beim Alten. Also, haben Sie irgendwas umgesetzt? Nein. Zwei Frankreich-Flaggen sind zwei zu viel, da gehe ich raus. Gegen Frankreich sein ist grundsätzlich immer richtig. Sind wir uns doch einig, oder? Das ist jetzt nichts Schlimmes, was ich sage. Andere Sachen werden aber durchgesetzt, obwohl sie nicht mal in den Regeln stehen. Ich erinnere nochmal dran, Monta hat nur diese Handbewegung gemacht, weil er irgendeinen Sextalk hatte, den man haben darf. Aufklären. Wieder zwei Frankreich-Flaggen. Boah, bei so viel Xbox und Playstation muss ich drin bleiben. La mer? Nick ta mer? Fils de pute? Oui. Oh, where are you from? Exactement. From the country that conquered you. Oh ho ho! You don't know what I'm talking about, right? You don't understand me, right? Oh. Germany! Oh. I love Germany. What? Wait, what? Wait, what? You love Germany? Wow, ich bin die Familie, Frank. Wieso kann er so gut Englisch, Digga? Ich würde da, ich wäre da durch, Junge. Ich wäre da so, hey, yo, man, what's up, hey, do you speak German? I love Joshua Kimmich. Oh, the German national player, yeah. Kai Havertz. Kai Havertz, yeah. Oh, Musiala. Musiala, no. You guys are the first French guys that I like. No, Germany. Great player in Germany. Thomas. Oh mein Gott, der hat auch noch Müller genannt. Oh no. Der letzte Ernst. Ich denke über mein Leben nach. Warum habe ich mich so eklig verhalten? Oh mein Gott, ich habe im Video das eben gesagt. Gegen Frankreich sein ist grundsätzlich immer richtig. Dass man irgendwie eine YouPorn-Seite auf Twitch hat, so, das kennen wir. Aber mittlerweile verarschen die uns. Die Streamerinnen, die das machen, die spielen richtig mit diesem Privileg. Die spielen damit. Und eine davon zeige ich euch jetzt. Sie streamt Fortnite auf ihrem Arsch. Der Monitor ist ihr Arsch. Ich kann nicht. Schaut euch an. Oh nein, ich muss subscriben. No. Oh mein Gott, was? Das geht auf Twitch? Nur für Subscriber? No. Oh nein, sie hat Milchtüten als 8, Digga. Oh Mann, ey. Ach, Bros, nicht ihr Starting Soon Screen. Ich kann das nicht mehr wirklich. Was ist das, Digga? Nein! Oh mein Gott! Muss das muten, das kann doch nicht wahr sein. Wie? Sie läuft doch einfach nur gerade. Einfach Twitch. Twitch auseinandergenommen mit sowas. Sie macht nichts. Sie läuft da einfach nur, guckt in den Chat. Also, das ist. Leute gucken das. Hey, Mom. Oh, wie lang Gott, ist sie im Spectator-Mode? Wie lang? Es gibt nach vorne und ich sehe. Ach du Kacke. Sie alert und das mit dem Ass und die Katzenohren. Sie hat die komplett durch. Junge, was? Was? Bruder, wohin geht Twitch? Wohin? Wohin geht bitte Twitch? Das Image von Twitch in den Abgrundmeter. Mir geht's schlecht. I'm watching Fortnite on someone's ass. Ah, Hund kommt rein. Willst du deinen Ass nicht zeigen, dass nicht mal ein Hund macht das? Sie ist unter einem Hund. Oh mein Gott, ich muss so aufpassen. Was sagst du zu ihrem Ass? Ja. Und hopp. Und tschüss. What a halal good is that? Und dann kommt jemand mit This is art. Ich, wirklich. Wie soll ich das zensieren? Jetzt steht sie einfach im Busch. Ich muss es muten, wirklich. Sie ist so nervig, ist unglaublich. Schauen wir mal, was sie noch so. Digga, Real Talk. Das, da, also, klar, es ist, es ist,
kreativ. Es ist unheimlich kreativ, sowas zu machen. Aber es ist, ich frage mich, wie kommt man auf sowas? Wie, und das Ding, ich weiß nicht. Nee. 215.000 Views. Kann man die Zuschauer sehen, nicht, gell? Nee. Seite hat. Ah, okay. Jo. What the fuck, Digga? Was? Ey, Mann, was ist los auf Twitch? Das ist doch nicht deren Ernst. Twitch Alter! macht nichts dagegen, weil Geld nicht stinkt. Ganz einfach. Es ist einfach eine Geldsache. Ich kann das alles nicht mehr wirklich. Oh mein Gott. Okay, also das, was ich jetzt gerade sehe, kann ich euch. Das ist. Ich müsste das ganze Bild zensieren. Und wisst ihr, was noch trauriger ist? Die Leute, die hier reinzappen. Oh nein, ich muss subscriben. Oh mein Gott, ich bin so traurig. Ja! Oh mein Gott, Alter, what the fuck? Ich sag dir ehrlich, Twitch ist so kurz davor, einfach zu einer anderen Plattform zu werden. Das ist schon echt hart. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich hart. Dass sowas einfach erlaubt ist auf Twitch, Junge, was? Warte mal, ich muss mal Also zappen. klar, ich habe auch schon vieles gesehen, ne? Auch so, wo die so ihre Brüste bemalt haben und sowas und dieses Hot Tube Dingsbums, aber das ist noch härter. Das ist wirklich noch, wie die sich da gedehnt hat, Alter. Ich habe. Nicht rumschwingen, macht keinen Spaß. Ich habe schon diverse. Das war der. Was war das für ein Sound? Oh mein Gott, es macht gerade so Spaß, diese Videos. Einfach labern, ohne Konzept. Ich liebe das, als hätte ich jemals ein Konzept gehabt auf meinem Kanal. Ja, oder ich auch. Ich labe auch einfach. Noch nie in meinem Leben. Was war das für eine Sprache? Er hat mich so verflucht. Oh mein Gott, das Spiel ist so brutal, ne? Headshot-Sound ist so geil. Nochmal ein Headshot-Sound. Oh yeah. Das ist schon krass, Bruder. Der hat fang gerade an, Gameplay. Bruder, er labert so währenddessen. Warum? Was ist hier los? Ich spiele MW3 und ich habe Spaß, als wäre es WoW4. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, ich liebe diesen Akzent. Oh mein Gott. Yo, was ohne Witz, dieses Video muss geliked werden. Das ist einfach ein geiles Video. Ich komme gleich wieder zum Thema, obwohl ich bin sogar schon zum Thema gekommen. Aber ich will euch noch was zeigen. Es gibt nämlich noch eine weitere Entwicklung. Oder ich komme gerade gar nicht drauf klar, der zockt da hier von dem, was ich erzählt zu. Eben gerade gezeigt habe. Yo, why are you coughing like that? Shut up, Gem. The fuck, you got an idea? Shut up, Haptik. I'm so tough. Ich wollte sagen, you got an IDF in your clan tag. Ich habe gechockt, ich konnte einfach nicht reden. Einfach gestottert. Ich habe mich komplett zum Hund gemacht. Ich zeige euch mal die Weiterentwicklung. Es wird noch schlimmer, denn jetzt kommt etwas. Da stellt sich die Frau nicht mal mehr nackt hin, sondern nimmt einfach eine virtuelle. Wir gucken es uns an. Also erstmal cool, dass sie so streamt. Finde ich cool. Ich bin fast gerade erstickt. Digga, ey, das ist auch mies. Das ist respektlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur Es ist halt respektlos. einfach ultra weird, aber dann wirklich das Ganze auf die Spitze zu treiben und das Gameplay auf virtuellen Titten zu streamen, ist Endstufe hängen geblieben. Es macht mich sauer. Oh, ihr Und es ist auch so Kack-Gameplay. Es ist immer Trash-Gameplay, wenn die wenigstens gut wären. Noch einmal den Sound an, bitte hört euch nur den Sound einmal an. I'm scared. Digga, bald, ich sag euch ehrlich, wenn YouTube nicht mehr läuft, ich setze mich einfach auf Twitch, Digga, mach genau dasselbe, hol mir so einen Stimmverzerrer und mach dann so, ah, oh my god, ja, so cute und so, weißt du, rede ich genauso, Alter. Würde mich mal, ja, Dings, Jungs, neues Video, Selbstexperiment, 30 Tage lang Streamerin-Frau. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, wie gesagt, das ist noch schlimmer eigentlich als diese Streamer sind halt die Menschen, die sich das anschauen. So. Das ist traurig, weil wenn es die nicht gäbe, gäbe es auch diese Streamer nicht. Weil die machen das Geld deswegen. Nur das Ja, Geld ja. deswegen. Es geht nur um Geld, nee, um nichts anderes. Nicht mal darum, um bekannt zu sein oder so. Oh mein Gott, es macht so Spaß. Warum macht es so Spaß heute? Ich meine, die Streamer auf ihren künstlichen Titten. Was soll denn als nächstes kommen? Oder die Streamer auf ihrem Ass einfach. Die spielen Fortnite auf ihrem Ass. Was ist die nächste Stufe? Was lassen sie sich als nächstes einfallen? Diese ganzen Tauben. Den ganzen Tag hört man nur Taubengeräusche und jetzt geht wieder mein Kameralicht aus. Das ist wirklich ein verfluchter Tag, ne? Mein Kameralicht geht aus, das macht gar keinen Sinn. Was laber ich hier? Die brutzeln mir wirklich die letzten Synapsen weg. Wirklich, ich guck mir das an und ich werde buchstäblich dumm. Oh mein Gott, ich bin. Wieso geht der was so ab, ist Digga? mit den Oh nein, rechts noch einer. Ich liebe das gerade. Hä? Ja, was soll ich sagen? Es ist Junge, Alter. Wirklich, wo sind wir gerade angekommen? Was machen Sie als nächstes? Was ist die kreative nächste Stufe? Werden Sie Ihre Füße nehmen und grün anmalen und auf den Füßen. Viel zu sauer geworden, das ist eigentlich so. Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube, Real Talk, bald machen die so Fußmassagen-Streams. Aber ja.
Die Frage ist wirklich, was ist der nächste Step? Der nächste Step sind dann so Klamotten, wo man alles durchsehen kann und sagen, ja, die haben doch was an. Bruder, wie kann das Du sein? mich, ja. Natürlich, weißt du, ich versteh, dass der keinen Bock hat, auf Twitch zu streamen, weil er ist so ein Streamer, er spielt wahrscheinlich, keine Ahnung, Black Ops, MW, wie auch immer, ey, ich kenne mich da gar nicht aus, der zockt dann einfach Spiele, man redet, so hat so eine Community, weißt du, und dann streamt er auf derselben Plattform mit Leuten, die halt Fortnite auf ihrem Arsch spielt, ey. Ich ey, das kannst du mir nicht erzählen. Was ist das, Junge? Habt ihr das? Alter. Das ist wirklich respektlos. Das ist wirklich respektlos. Ey, also. Jungs, mein nächster Stream, Digga, wird genau so.